sehr verehrte Zuschauer, ich darf euch heute zu einem besonderen Anlass einen besonderen Gast vorstellen, und zwar Imad Karim, ihr kennt ihn, Islamexperte, selber Ex-Moslem, Aufklärer und Kämpfer für Freiheit und Gerechtigkeit. Ich begrüße dich, lieber Imad. Lieber Ferus, ich begrüße dich auch und es ist schön, dass wir wieder hier uns austauschen dürfen. Absolut, ja, das gibt ja auch einen besonderen Anlass, nämlich dein neues Format steht in den Startlöchern. Wer wird Moslem-Millionär? Journalistisch, satirisch, gut. Und die Premiere soll tatsächlich schon in 3 Tagen stattfinden. Und was kann man sich unter dem Titel vorstellen? Was hast du vor mit uns? Ja, Wer wird Millionär? Ist es eine Anlehnung an einer berühmten Sendung? Das ist eine religionskritische Islamaufklärung. Also wir Ex-Muslime halten Islamkritik für eine sehr wichtige Sache. Und es stimmt nicht, dass es eine Islamophobie ist, sondern wir halten Islamkritik für zwingend notwendig. Konservative Islamverbände, die wirklich viel Macht haben, verhindern Integration und wollen auch unsere Kritik verhindern, weil sie glauben, damit würden wir ihre Religion beleidigen. Aber wir sagen, wir haben das Anrecht, dass jede Religion zu kritisieren. Und Fakt ist, dass sich diese Gesellschaft in einer dekadenten Phase befindet. Wenn ich daran denke, zum Beispiel Gendering, Selbsthass und Unterdrückung der Wissenschaften. Das sind so die Elemente von Vernunft, auf denen dieser Kulturkreis aufgebaut ist, die werden einfach vernachlässigt und unterdrückt. Auf der anderen Seite glauben Muslime, sie hätten das erfolgreiche Gegenmodell und wissen in Wahrheit über die eigene Religion sehr wenig. Vor allem, was die dunkle Seite betrifft. Aber auch die Deutschen, wie du weißt, romantisieren den Islam und stellen ihn da mystifiziert. Das heißt, du hast auch so ein bisschen Augenmerk darauf, Muslime selbst aufzuklären, weil auch oft Vorurteile oder Halbwissen über die eigene Religion vorherrscht innerhalb islamischer Kreise. Ja, ist richtig. Das ist wirklich eine erstmalige Islamkritik-Sendung, sachlich im Inhalt und sarkastisch in der Form. Wir haben ein 3D-Studio aufgebaut, ein Virtuellstudio. Und wenn du möchtest, wenn du einverstanden bist, kann ich dich hineinbeamen und können wir das Gespräch von dort weiterführen, wenn du Ja, klar. einverstanden bist. Ja, klar. Okay, dann machen wir jetzt erstmal Intro, damit wir dich hineinbeamen können. Ja, also jetzt befinden wir uns im Studio quasi. Und Richtig. hier wird dann künftig der Kandidat sitzen, der deine Fragen beantworten soll, oder? Ich würde dir am liebsten den Kandidaten, dir und deinen Zuschauern, mit dieser Einspielung vorstellen. Kandidat und Gast unserer Premiere heute Abend ist niemand geringerer als der Publizist, Lehrer, Blogger und römisch-katholischer Theologe David Berger. Ein streitbarer Rebell, der sich nicht davor scheut, sein verbrieftes Recht auf freie Meinung auch auf der Straße kundzutun. Für die Schwächeren, für die Kinder und Frauen möchte ich trotzdem nicht in einem Land leben, wo Frauen darauf angewiesen sind, neben mir herzulaufen, weil sie sonst schutzloses Freiwild sind in dieser Gesellschaft. Und dem David werden wir den fiktiven Hauptpreis auch verraten, denn er kann bei uns auch was gewinnen. Lieber Kandidat, in der heutigen Sendung können Sie und Ihr Partner einen 2-wöchigen Urlaub in das begehrte Afghanistan gewinnen. Sie fliegen mit Kandahari Airlines in Business Class. Spannung und Abenteuer von Anbeginn an. Afghanistan, das Land, welches Deutschland in den letzten 20 Jahren mit 20 Milliarden Euro im Kampf gegen die Taliban und für die Entwicklung unterstützt hat. Mit Erfolg. Also absolutes Traumziel, kann man sich nichts Besseres vorstellen, wie du schon sagtest, ne? Ihr wollt das Ganze sarkastisch aufarbeiten. Und dazu wirst du dann dem Kandidaten quasi Fragen stellen? Ja, im Laufe der Sendung haben wir 3 Fragen mit jeweils 4 Möglichkeiten. Das kennt man auch von der anderen Sendung. Und das ist so eine Frage, wird da gestellt und dann 4 Möglichkeiten. Und jedes Mal lösen wir die Frage am Ende auf. Und dabei hilft uns unser Kollege und Freund Kian Karmanschai. Kian wird aus London live zugeschaltet sein in jeder Sendung und er wird die Antwort erläutern und anhand von Quellen, also aus dem Koran und Hadithen, alles erklären. Und überhaupt in der ganzen Sendung zeigen wir viele Filme, Einspielungen. Also in der Premiere haben wir über 13 Einspielungen, die wir selbst hergestellt haben. Wir haben fiktive Werbespots, Halal-Werbung nennen wir das.
Weißt du, was wichtig ist, zum Beispiel, wenn du die Entwicklung mitbekommst? Vor ein paar Tagen hat ein syrischer junger Mann in Österreich, das schon eingebürgert, Frauen auf der Straße bedroht, sie sollen Kopftuch tragen. Und das Verrückte ist, dieser junge Mann ist wahrscheinlich in Österreich geboren. Auf jeden Fall ist er eingebürgert und er verlangt, dass eine arabische Vernehmung stattfindet. Da frage ich mich, wo ist der Integration dieses jungen Mannes geblieben? Ja, also das ist mittlerweile nur noch ein Mythos, dass da über Integrationsleistungen oder seitens der aufnehmenden Gesellschaft noch mehr gemacht werden könnte, um diese Leute zu integrieren. Das wäre jetzt ein gutes Beispiel für misslungene Integration. Hast du noch, worum wird es mehr noch inhaltlich gehen, auch in der Sendung? Ja, es geht darum, also ich wiederhole nochmal, wir kritisieren nicht die Muslime, also wir diffamieren niemanden, denn wir sind ja selbst als Muslime oder im Islam geboren, unsere Verwandtschaft sind Muslime. Es geht wirklich darum, dass wir den Islam als Dogma, als Religion kritisieren. Was würdest du sagen, warum sollte sich der Normalbürger hier in Deutschland für diese Angelegenheiten interessieren? Wir gehen real existierenden gesellschaftlichen Fragen nach, ja. Problemen. Schau dir es einfach an. Ja. Für mich in meinen Augen ist das eine identitäre Bewegung. Ja. Diese jungen Leute leben hier und die sagen, wir müssen unsere Frauen beschützen. Ja. So. Und man wirft den Deutschen vor, sie seien identitär, wenn sie versuchen, traditionell zu leben. Das ist für mich Wahnsinn. Das ist für mich eine krasse Form des Selbsthasses. Es ist doch ein großer Widerspruch, ne? Dass man die Identitären der anderen Länder huldigt, während man sich selbst dafür geißelt. Also das wäre so ein offensichtlicher Widerspruch für mich. Genau, ist das. Und das sind Sachen, die wir in unserer Sendung behandeln. Und du wirst dich wundern, wie die Antworten sind und wie im Grunde, wie man einfach denkt, was, das habe ich nicht gewusst. Das ist wirklich, diese Sachen gehen wir in der Sendung nach. Lass mich das nochmal zusammenfassen. Quasi geht in der Sendung das sachlich, im Vordergrund steht natürlich die sachliche Aufarbeitung, aber mit einem humoristischen, sarkastischen Charakter wollt ihr die Sachen aufarbeiten. Das ist ja in seiner ganzen Machart durchaus, ja, ist schon aufwendig, so etwas zu produzieren. Wie oft darf der Zuschauer da eine Publikation erwarten? Ja, in der Tat ist das eine sehr aufwendige Angelegenheit. Also 7 Kolleginnen und Kollegen arbeiten seit 4 Monaten an den Vorbereitungen der ersten Folge für den Sonntag. Ja. Künftig würden wir sehr gerne, wir brauchen pro Folge ungefähr 10 Tage und wir würden gerne 2 Sendungen machen im Monat, wenn das gut läuft. Wenn das einigermaßen gut läuft, vielleicht einmal. Und wenn das überhaupt nicht gut läuft, dann war das eine einmalige Geschichte. Aber wir sind optimistisch. Sehr gut. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf kommenden Sonntag. Wie gesagt, 12. Juni 20:30 Uhr geht's los. Sind wir sehr gespannt. Ich bin guter Dinge und wie gesagt gespannt, was uns erwartet. Also dein Optimismus ist immer ansteckend, war das immer für mich. Also ich danke dir. Ich danke dir wirklich für deine Arbeit auch. Und du bist ein Frontkämpfer. Ich bin mehr von der alten Schule, aber du bist an der Front. Du gehst raus, du erklärst. Ich hole mir viele Inspirationen von deinen Beiträgen. Und ich bin froh, dass wir menschlich so befreundet sind und dass wir austauschen können. Ich danke dir. Ich danke deinen Zuschauern und freue mich, dass vielleicht viele Menschen am Sonntag die Sendung sehen und vielleicht kannst du darüber danach was dazu kritisch was beurteilen, wie du es gefunden hast. In diesem Sinne, lieber Ferus, danke an dich und an alle. Ja, ebenfalls Dankeschön. Bis kommenden Sonntag, wie gesagt, 20:30 Uhr. Tschüss, Ferus. Ciao. Tschüss.